Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich möchte heute meinen Lesemonat abdrehen. Ich weiß nicht, wie die Lichtverhältnisse hier drin sind. Ich mag es hier nicht so gerne, irgendwie externe Lichter zu benutzen, aber es wird so schnell dunkel und heute ist es sowieso total grau und gefühlt wurde es heute sowieso gar nicht hell. Deswegen kann es sein, dass es so ein bisschen dunkel wirkt. Ich hoffe aber, dass es noch geht. Also ich habe noch ein bisschen Zeit, glaube ich, bis es hier stockduster wird. Genau, heute ist auch Nikolaustag. Ich werde das Video zwar nicht heute hochladen, aber ja, ist ein schöner Tag, auch wenn es grau ist. Und ich wollte euch auf mein wunderschönes Weihnachtsoutfit verweisen. Das hier zeige ich euch mal. Das ist der Schneemann, da habe ich ja schon mal drüber gesprochen. Das ist dieser Zeichentrickfilm, den ich gucke, seit ich ganz klein bin, seit den 80er Jahren tatsächlich. Und mein Papa hat mir den heute zum Nikolaustag geschenkt und da er selber Nikolaus heißt und Namenstag hat, so gesehen, ist das einfach ein besonderer Tag mit diesem besonderen T-Shirt oder Sweatshirt oder was auch immer. Ja, warum ich immer über diesen Schneemann spreche, weil es einfach so ein herrliches Kinder, naja, was heißt Märchen, so ein herrlicher Kinder-Zeichentrickfilm ist. Da wird nicht gesprochen, alles ist nur mit Musik untermalt. Es ist so, so herrlich. Schaut es euch an, falls ihr es noch nicht kennt und wenn ihr Kinder habt oder auch eben keine Kinder habt, ist egal. Aber ich liebe, liebe, liebe den Schneemann und ich muss immer ganz herzzerreißend und bitterlich weinen zum Ende hin. Ja, so ist das einfach. Aber es ist trotzdem ein sehr, sehr schöner Zeichentrickfilm. Und ja, die Musik ist einfach zauberhaft. Für den Winter ist es einfach perfekt. Also kann ich euch nur ans Herz legen, wenn ihr noch nicht wisst, was ihr mit euren Kindern gucken wollt oder was ihr selber vielleicht einfach mal an Weihnachtsfilmen entdecken wollt. Ja, geht nur 20 Minuten, ist wirklich, wirklich toll und ich bin mir ziemlich sicher, dass man es auch bei YouTube mittlerweile finden kann. Ich weiß es aber auch nicht genau. So, was für ein Intro. Ich lege jetzt einfach mal los. Wie gesagt, mein Lesemonat heute und vielleicht rede ich gerade so viel, weil es nur drei Bücher gibt, über die ich heute sprechen möchte, weil im Monat November habe ich nur drei Bücher zu Ende gelesen. Mehr war einfach nicht drin. Allerdings hatten es diese Bücher in sich. Das bedeutet, dass ich über die Bücher, die ich heute spreche, viel zu sagen habe trotzdem. Wir haben ein Jahreshighlight dabei. Wir haben ein Buch dabei, bei dem ich einfach Redebedarf habe. Und wo ich immer noch sehr ambivalente Gefühle hege. Und dann haben wir ein Buch, was mich ein bisschen enttäuscht hat, aber nur ein bisschen. Das Ende hat es wieder rausgerissen. Es war eine Fortsetzung von einer Reihe und genau, und es hat es ein bisschen rausgerissen und so, dass ich die Reihe doch weiterlesen möchte. Ich komme aber gleich dazu. Deswegen fange ich jetzt einfach mal an, weil ich doch relativ viel Redebedarf habe, wie ich schon erwähnt habe. Ich komme direkt zum ersten Buch, über das ich sprechen möchte. Und ich habe ja gerade schon gesagt, dass ich mir nicht sicher war, wie ich es finde, weil ich irgendwie so ein bisschen enttäuscht zwischenzeitlich war. Es handelt sich um Christel Dabos, Die Spiegelreisende, die Verschwundenen vom Mondscheinpalast. Das Buch habe ich, oder den ersten Teil habe ich zusammen mit meiner All You Can Read Gruppe gelesen. Und wir waren danach alle unterschiedlicher Meinung, was das Buch angeht. Ich war sehr begeistert. Ich glaube, ich habe dem Buch sogar 4,5 Sterne verliehen. Somit hatten wir dann gesagt, dass wir das nicht alle weiterlesen, sondern es sind nur noch Ramona, Ruth und ich übrig geblieben. Bedeutet, dass wir drei in unserer Gruppe, aus unserer Gruppe uns zusammengetan haben und das Buch weitergelesen haben. Und auch jetzt, ja, waren die, oder was heißt auch jetzt, die Gefühle waren gemischt, bei mir zumindest. Die anderen beiden werden bestimmt auch in ihren Lesemonaten darüber berichten, wie sie das Buch empfunden haben. Ja, es fing für mich großartig an. Also ich hatte das Gefühl, dass ich wieder direkt in die Geschichte reinkomme. Das Tolle ist, dass es hier direkt am Anfang auch eine Zusammenfassung gab von dem ersten Band, weil so viel passiert ist. Es passieren unheimlich viele Dinge, unheimlich viele Stränge, denen man folgen muss, Charaktere. Und deswegen war das definitiv notwendig. Das war schon mal ein großer Pluspunkt und es ging richtig gut los. Ich kann euch jetzt nicht genau sagen, wie das dann weitergeht. Alles, was ich euch erzählen kann, ist, worum es generell in dieser Geschichte geht. Wir haben hier eine Welt, die zerrissen ist. Ich kann euch das mal vorlesen. Ich glaube, in der Zusammenfassung wird das ganz gut zusammengefasst, weil ich weiß nie bei der Beschreibung dieses Buches, wie ich diesen Weltenriss beschreiben soll. Aber dieser Satz erklärt es ganz gut. Nachdem der Riss die ursprüngliche Welt zerstört hat, gibt es nur noch vereinzelt in der Luft hängende Inseln, die sogenannten Archen.
Das ist der erste Satz dieses Buches, der das Buch davor zusammenfasst im Endeffekt. Genau. Und diese Archen, auf diesen Archen leben halt verschiedene Menschen. Genau. Und wir haben eine Protagonistin, Ophelia, die auf der Arche Anima lebt. Und auf Anima haben die Menschen, die dort leben, die haben verschiedene Fähigkeiten und Kräfte und so auch Ophelia. Ophelia kann zum Beispiel Gegenstände lesen. Also sie kann bestimmte, oder wenn sie Gegenstände anfasst, dann kann sie ja, deren Vergangenheit lesen. Sie kann lesen, wer diese Gegenstände in den Händen gehalten hat und kann bis zu dem Ursprung dieses Gegenstands zurückgehen, mehr oder weniger. Und das ist super spannend auf jeden Fall, was diese Fähigkeiten so mit sich bringen. Und das wurde hier auch in diesem Buch, in dem zweiten Buch noch mal ein bisschen deutlicher. Im ersten Buch hat das so ein bisschen gefehlt tatsächlich. Ja, und Ophelia soll verheiratet werden mit einem Mann namens Thorn, der auf einer anderen Arche lebt am Pol. Und sie kennt ihn nicht und ja, soll dahin, kommt auch dann zu dem Pol, zum Pol. Und da beginnt ihr Abenteuer, weil ihr die Menschen dort nicht wohlgesonnen sind. Die Menschen dort sind sehr, ja, anders als auf Anima, sehr machthungrig auf der einen Seite. Dann wiederum gibt es sehr, sehr viele Intrigen am Hof und also ganz, ganz viel, was super schwer für Ophelia ist. Und Ophelia muss sich wirklich in Acht nehmen, auch im ersten Teil schon. Und wir lernen unheimlich viele Charaktere kennen, unheimlich viele Charaktere, vor allem die, ja, Ophelia gegenüber wirklich nichts Gutes im Schilde führen, oder sagt man das so? Jetzt war ein komischer Satz. Genau, und auch Thorn ist nicht gerade der sympathischste Zeitgenosse. Zumindest ist das im ersten Teil, oder wird es am Anfang des Buches ja so rübergebracht. Thorn ist nämlich sehr kühl und distanziert und dementsprechend verhält er sich Ophelia auch gegenüber. Man muss dabei sagen, dass ich den Charakter jetzt nicht ausreichend beschrieben habe, weil das wäre eine zu banale Beschreibung für seinen Charakter. Aber es würde jetzt ein bisschen ausufern. Ich kann euch aber auch gerne die Rezension zum ersten Teil hier oben verlinken. Dann könnt ihr euch das nochmal angucken. Ich weiß jetzt nicht, ob ich explizit was zu Thorn gesagt habe, aber da könnt ihr so ein bisschen mehr über die Geschichte erfahren. Ja, und die Geschichte endet dann auf jeden Fall so, oder hat es so geendet, dass ich das Bedürfnis hatte, weiterzulesen. Zumal ich die Geschichte auch unheimlich innovativ finde und sehr besonders und sehr speziell und der Schreibstil einfach total meinem Geschmack entspricht. Dann sind wir zum zweiten Teil gekommen, der dann auch sehr gut angefangen hat. Leider habe ich die Charaktere dann in der Mitte so ein bisschen verloren. Also ich hatte das Gefühl, dass mir dann doch wieder zu viele Charaktere mit ins Boot geholt wurden, zusätzlich zu den vielen Charakteren, die wir schon im ersten Teil kennengelernt haben. Mir hat der rote Faden gefehlt. Ich wusste nicht genau, worauf es hinausläuft und zu viele offenstehende Fragen, die für mich oder für mein Gefühl nicht gut beantwortet wurden. Also ich dachte die ganze Zeit, ja, dass es viele Sachen gibt, die ich gerne wissen möchte. Gleichzeitig wurden Informationen gestreut, von denen ich nicht wusste, ob sie nun relevant sind oder nicht, ob sie irgendwann wieder aufgegriffen werden. Und das hat mich ein bisschen gestört. Dann ging es aber zum Ende zu. Ich glaube, die letzten 150 Seiten wurden dann wieder sehr spannend. Auf einmal gab es dann den roten Faden, den ich vermisst habe. Ein paar Fragen, die ich gerne beantwortet gehabt hätte, die wurden auch tatsächlich beantwortet. Und das Ende war dann so spannend und so cool für mein Empfinden, dass ich jetzt auch wieder wirklich Bock habe, den dritten Teil weiterzulesen. Also ich hatte so ein kleines Tief. Ich habe die Charaktere zwischenzeitlich verloren. Aber was ich sagen kann, ist, dass die Charaktere, die beiden Hauptcharaktere, also Thorn und Ophelia, ja, an sehr dreidimensional sind oder sehr, sehr viel, ja, sehr viel Charakter, sehr, wie soll ich das sagen? Die entwickeln sich weiter, so. Ach, das war eine schwierige Geburt. ja, die entwickeln sich tatsächlich weiter. Also man hat das Gefühl, dass sie im Verlauf des Buchs einfach immer interessanter werden. Ob jetzt positiv oder negativ, sei mal dahingestellt, aber sie werden interessanter, sie entwickeln sich realistisch und so, dass man das Gefühl hat, dass das Sinn macht, dass deren Entwicklung so fortschreitet, wie sie es eben tut. Und das fand ich ganz gut. Und was ich besonders toll finde und was ich ja immer ganz gut finde, ist, wenn eine Liebesgeschichte nicht im Fokus steht. Klar, wenn ich eine Liebesgeschichte lesen möchte, dann kaufe ich mir auch ein Buch, in dem es darum geht, in dem es explizit um eine Liebesgeschichte geht. Aber ich mag es nicht, wenn es in der Fantasy-Welt
dann so der Fokus komplett auf diese Liebesgeschichte gerichtet ist. Das ist dann irgendwie, ja, ist nicht so meins. Und das ist hier überhaupt nicht der Fall. Das finde ich richtig klasse. Es ist wirklich, wie die liebe Ruth sagen würde, ein Slow Burn. Den Begriff, den ich vorher nicht kannte. Ist für mein Empfinden richtig gut. Also so kann es auch weitergehen. Also genau. Ja, also alles in allem würde ich diesem Buch tatsächlich nur 3,5 Sterne geben, weil ich ja, ein bisschen enttäuscht zwischenzeitlich war. Ich möchte aber warten, bis ich das oder die komplette Reihe gelesen habe. Es sind ja noch zwei Teile, also der dritte und der vierte Teil, und mir dann einfach ein allgemeines Bild machen und dann eine Gesamtbewertung vergeben. Das werde ich dann auch tatsächlich tun. Aber wenn ich dieses Buch für sich allein stehen lasse, dann war es leider nicht so gut wie das erste Buch. Aber ich bin sehr gespannt auf das dritte. Dann kommen wir zu einem Buch, was ich als Rezensionsexemplar zur Verfügung gestellt bekommen habe vom Drömer Knauer Verlag. Und zwar handelt es sich um Sebastian Fitzigs Das Geschenk. Ich war so gespannt auf dieses Buch. Erstens hatte ich wirklich große, große Lust auf einen Thriller. Also ich wollte wirklich einen Thriller lesen, weil ich das schon lange nicht mehr gefühlt gemacht habe. Naja, so lange auch schon wieder nicht, aber für meine Verhältnisse auf jeden Fall. Und zweitens bin ich ja immer ein bisschen zwiegespalten, was die Bücher von Sebastian Fitzek angeht, zumindest in den letzten Jahren. Die ersten Bücher, die ich von ihm gelesen habe, die haben mich damals total gepackt. Ich war total begeistert von dem Schreibstil, von dem Spannungsgrad, von den Geschichten, von den innovativen Ideen, von der Recherche, die Sebastian Fitzek immer wieder macht, bevor er ein Buch schreibt und jedes Mal eine bestimmte Thematik näher durchleuchtet. Das fand ich immer richtig klasse. Und ja, dann gab es so einen Bruch in den letzten Jahren und die letzten drei Bücher haben mir nicht so gut gefallen und vor allem das letzte Buch, was ich gelesen habe, Der Insasse, das war so gar nicht meins. Da war ich wirklich enttäuscht. Ich kann euch gerne auch da nochmal die Rezension verlinken, wenn ihr euch das gerne angucken wollt. Nichtsdestotrotz mag ich den Autoren sehr, den Sebastian Fitzek sehr gerne als Autor und ja, bin auch immer bereit, jedem seiner Bücher eine Chance zu geben. Zumindest ist es jetzt bei diesem Buch so gewesen und deswegen habe ich mich unheimlich über dieses Buch gefreut, dass es hier bei mir eingetrudelt ist. Ich habe es gelesen, ich habe es zu Ende gelesen und ich habe hier auch zwiegespaltene Gefühle und vor allem habe ich einen großen Drang, darüber zu sprechen. Und wenn es Leute da draußen gibt, die dieses Buch auch schon gelesen haben, bin ich wirklich sehr happy darüber, wenn wir vielleicht in die Diskussion gehen, beziehungsweise wenn wir uns darüber ein bisschen austauschen. Weil ich da auf jeden Fall Redebedarf habe. Ich weiß, dass Sarah von der Liste im Bücherland das auch gelesen hat. Gelesen oder gehört, ich bin mir gerade nicht sicher. Und dass sie meinte, dass sie da auch Bock hat, darüber zu sprechen. Also das werde ich auf jeden Fall in Anspruch nehmen. Aber ja, ihr könnt mir gerne in den Kommentaren mal schreiben, was ihr von dem Buch haltet und ich würde gerne darüber sprechen. Ja, zuerst möchte ich auf jeden Fall betonen, dass ich das Buch um Meilen besser fand als als Der Insasse. Ich finde es immer schwierig, Bücher zu vergleichen, aber es geht um denselben Autor, deswegen kann man das jetzt vielleicht so machen? Was mir beim Insassen nicht gefallen hat, und das ist mir jetzt klar geworden, nachdem ich dieses Buch gelesen habe, oder ein Punkt, der mir nicht gut gefallen hat, war, dass mir die Kulisse nicht gefallen hat. Ich glaube, der Insasse, der hat in der Psychiatrie gespielt und hauptsächlich, die Kulisse hat mir überhaupt nicht gefallen. Ich bin nicht reingekommen. Ich habe gemerkt, dass der Fokus auf diese Psychiatrie mich irgendwie gestört hat. Ich bin den Charakteren so gar nicht nahe gekommen. Sie sind für mich größtenteils unsympathisch geblieben. Und das war in diesem Buch auf jeden Fall anders. Ich kann auf jeden Fall sagen, dass ich, ja, dass ich mit Spannung verfolgt habe, wie sich das Buch entwickelt. Und ich fand die Kulisse mega gut diesmal. Zum einen, weil ja meine Wahlheimat Berlin so ein bisschen im Mittelpunkt steht. Und immer mal wieder so Orte von Berlin erwähnt werden, die ich kenne. Und dann wiederum gibt es die Kulisse oder den Schauplatz Rügen. Und ich war 2019 das erste Mal auf Rügen und war sehr, sehr begeistert. Ich war da mit meinem Mann, meiner Tochter und meiner Schwiegermutter. Und das war wirklich ein wunderschöner Urlaub. Wir hatten unheimlich viel Spaß, eine richtig gute Zeit, haben die Insel ein bisschen erforscht und da gibt es einfach noch so, so viel zu sehen, weil Rügen unheimlich groß ist. Also, das wird auch in dem Buch einmal gesagt, Rügen wirkt überhaupt nicht wie eine Insel im Endeffekt, sondern wie, also man kann stundenlang fahren
ohne das Meer zu sehen. Also es ist wirklich riesengroß und genau das wird auch in irgendeinem Bereich des Buches irgendwann mal gesagt. Und das fand ich sehr, sehr spannend. Also die Kulisse war schon mal ein riesengroßer Pluspunkt für mich. Dann war es auch so, dass wir hier ein paar Charaktere hatten, die eine größere Rolle gespielt haben und die sind mir wesentlich näher gekommen als beim Insassen. Also ich hatte hier den einen oder anderen Charakter, den ich sympathischer fand als den anderen. Aber insgesamt sind mir die Charaktere näher gekommen und ich konnte besser mit ihnen mitfühlen. Im Vordergrund steht das Thema Analphabetismus und auch da muss ich sagen, dass ein großer Pluspunkt an Sebastian Fitzek wieder geht oder an dieses Buch, dass er da so gute Recherche betreibt und das immer wieder in dem Buch streut. Also alles über, also Fakten über den über Analphabetismus. Wie viele Menschen es gibt in Deutschland, die nicht richtig lesen können und was für Stufen es von Analphabetismus gibt und solche Sachen. Das fand ich auch richtig gut und da merkt man auch wirklich, dass er weiß, was er tut. Ja, das die guten Sachen. Ich erzähle euch mal kurz was zu der Geschichte. Wir haben den Protagonisten Milan, der Analphabet ist und eines Tages steht er an einer Ampel und ein Mädchen in einem Auto hält ihm einen Zettel ans Fenster, an die Fensterscheibe und sie weint bitterlich und wirkt verzweifelt. Und man merkt, dass irgendwas nicht mit ihr stimmt und er merkt es auch, weiß aber nicht, was darauf steht, weil er nun mal Analphabet ist. Genau, das ist so das auch, was auf dem Klappentext steht. Ja, und Milan begibt sich dann auf eine Reise, um herauszufinden, wer dieses Mädchen ist, was mit ihr passiert ist, warum, was auf diesem Zettel steht, steht nicht im Fokus, aber er möchte auf jeden Fall rausfinden, was mit diesem Mädchen ist. Und dabei begibt er sich auch auf eine Reise, die ihn in seine Vergangenheit führt. Das soweit zu der Geschichte. Mehr kann ich nicht sagen, weil ich dann ja doch spoilern würde, weil es da jetzt auch einfach verschiedene Sachen gibt, die relevant sind. Und da komme ich jetzt auch zu dem Teil, der mir nicht so gut gefallen hat. So gut ich die Charaktere tatsächlich auch fand, so irrational war ihr Verhalten auch zum Teil. Ich hatte wirklich manchmal das Gefühl, dass hier sehr viel Schwarz-Weiß-Malerei betrieben wurde. Das heißt, dass ja, unser Protagonist, der hatte sehr viele Facetten, das muss man schon sagen. Also man konnte sich ihn sowohl gut als auch böse vorstellen. Aber vor allem, wenn es um das Böse geht, oder um, ja, hier geht es tatsächlich auch um das Thema Psychopathie ein bisschen, und das wird auch am Anfang des Buches in einem Zitat, glaube ich, irgendwo erwähnt. Also da weiß man auch schon, worauf man sich so ein bisschen einlässt. Ja, Psychopathie wird, hier gibt es eine Begriffserklärung des Wortes Psychopathie. Das war mir ein bisschen zu, ja, zu klischeebehaftet tatsächlich, weil das Böse hier auch wirklich böse ist und keinen Raum und keinen Platz für was Gutes lässt. So, mehr möchte ich nicht dazu sagen. Ab einem bestimmten Punkt konnte ich mich schon auf das Ende einstellen, beziehungsweise ich konnte mir vorstellen, was eins der größten Geheimnisse in diesem Buch ist. Das heißt, dass ich etwas erraten hatte, was dann tatsächlich auch so war. Und das, was dann ganz zum Schluss rauskam, das hatte ich mir nicht denken können und das habe ich mir nicht gedacht, aber das war so, so, so sehr an den Haaren herbeigezogen. Ja, dass ich da dachte, nein, why? Ja. Ich habe jetzt ganz schön viel erzählt und das ist ja nicht, ich gucke jetzt auch gerade mal auf die Zeit, ich rede auch schon ganz schön lange. Ich werde noch eine Rezension zu diesem Buch drehen. Ich habe wirklich Redebedarf, was das Buch angeht, und deswegen möchte ich auch noch mal mit euch darüber sprechen und das in einem Einzelvideo machen. Deswegen werde ich jetzt nicht mehr so viel sagen. Ich habe jetzt auch schon relativ viel zu dem Buch für den Lesemonat gesagt, aber wie gesagt, ich habe nur noch ein Buch, was ich euch für diesen Monat zeigen möchte. Und ich hatte das Gefühl, dass mich dieses Ende schon wieder so genervt hat und manche Fragen auch offen geblieben sind für mich. Ja, das dazu. Ich werde das Video, also die Rezension wahrscheinlich so drehen, dass ich einen spoilerfreien Teil habe und einen Teil, wo sehr viele Spoiler enthalten werden. Also nur, dass ihr schon mal Bescheid wisst. Genau, ich weiß noch nicht, wann ich dazu komme, ob ich das dieses Jahr mache oder nächstes Jahr.
dann zum Anfang, aber mal gucken. Auf jeden Fall das zu diesem Buch. Ich bin mir noch unschlüssig, wie viele Punkte oder Sterne ich diesem Buch verleihen möchte. Ich schwanke, bin so zwischen 3 und 4 Sternen, 3, 3,54, ich weiß es noch nicht. Ich muss mir erstmal so ein bisschen im Klaren werden, was ich davon halte. Ich habe mich aber sehr, sehr gut unterhalten gefühlt. Es gab hier auch wieder die ein oder andere Szene, die mir persönlich auf den Magen geschlagen ist, aber das ist bei mir, geht bei mir relativ schnell. Manchmal habe ich einfach das Gefühl, dass Sebastian Fitzek gerne schockt mit sehr offensichtlichen, schlimmen Dingen, wenn ihr wisst, was ich meine. Das heißt, dass man sich das nicht denken kann oder dass es subtil bleibt, sondern dass er dann, ja, genau ausschreibt, wenn jemand mit zum Beispiel, das ist jetzt in diesem Buch nicht passiert, mit seinem Fuß in einen Nagel tritt oder so. Also wenn ihr wisst, was ich meine, dass das genau so ausgeschrieben wird und man einfach diesen Schockmoment dadurch hat, dass man es genau so liest, wie es dann halt ist. Es gibt hier keinen subtilen Schock oder sowas, wie ich finde. Ja, genau. Das zu diesem Buch. Ja, schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr von diesem Buch haltet, falls ihr es gelesen habt oder falls ihr es noch nicht gelesen habt, was ihr davon erwartet. Vielleicht wisst ihr, was ich meine, wenn ich über bestimmte Sachen spreche, die sehr, sehr Sebastian Fitzek-mäßig sind. Wenn, ja, wenn man einige Bücher von ihm gelesen hat, dann merkt man schon, dass sein Stil immer sehr ähnlich ist, auf jeden Fall. Genau, das dazu. Und jetzt komme ich zu dem letzten Buch. Ja, ich hatte ja gesagt, es gibt ein Jahreshighlight und das ist mein Jahreshighlight. Ich habe ja schon bereits erwähnt, dass Nevermore zum Beispiel zu meinen Jahreshighlights gehört, aber das, was ich euch jetzt zeige, das ist eine ganz andere Kategorie, das ist ein ganz anderes Genre. Und deswegen, ja, will ich jetzt mit euch einfach mal darüber sprechen. Ich rede von Das achte Leben für Brilka von Nino Haratischvili. Ich habe das zusammen mit der lieben Anja von den Bookfans Forever gelesen, mit der lieben Jenny von Jennys Lesestoff, mit Sarah von Alice im Bücherland und mit zwei ganz lieben Zuschauerinnen. Und ja, wir haben eine Weile dafür gebraucht. Das ist auch wirklich ein sehr dicker Klopper. Und wir haben zum Teil ja, 20 Minuten Nachrichten hinterlassen, wenn wir einen Abschnitt durch hatten. Das ging gar nicht anders. Also ja, ich bin immer noch überwältigt. Ich habe eine Weile gebraucht, um das Buch zu verarbeiten. Das ist jetzt schon ein paar Wochen her. Und jedes Mal, wenn ich angefangen habe, darüber zu sprechen, sind mir wieder die Tränen gekommen. Also ich habe wirklich so viel geheult in diesem Buch. Ich habe so viele Tränen vergossen, wie schon lange nicht mehr. Normalerweise greife ich ja nicht so gerne zu Büchern, die mich zum Heulen bringen. Das wisst ihr ja, das habe ich schon öfter erzählt. Aber dieses Buch hat mich so in seinen Bann gezogen, dass auch das völlig nebensächlich war. Ich war so mitgerissen von dieser Geschichte, von den Charakteren, von allem, was in diesem Buch passiert ist. Das ist einfach in Worte so schwer zusammenzufassen, dass ich definitiv eine Rezension dazu drehen werde, die auch nicht, wahrscheinlich nicht dieses Jahr gedreht wird, weil sie doch wahrscheinlich sehr ausführlich sein wird. Wir planen vielleicht auch eventuell uns irgendwie noch zu treffen nächstes Jahr und nochmal darüber zu sprechen, also die Mädels, die wir das gelesen haben. Eventuell stand mal ein Hangout zur Debatte, aber es ist einfach so ein dicker Klopper und ja, schwierig wahrscheinlich, das so zu realisieren und da die wichtigsten Aspekte rauszufiltern. Ich wüsste noch nicht mal, wo ich anfangen soll, die richtigen Fragen zu stellen, die richtigen und die wichtigsten Momente rauszuschreiben. Ja, worum geht es denn hier? Also ich möchte dazu sagen, die Autorin ist Georgierin, hat über Georgien geschrieben und es geht um die Familie Yashi, also wir begleiten die Familie Yashi, also genau, die in Georgien lebt und das Ganze fängt um den Ersten Weltkrieg an oder kurz vor dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Und es ist eine Familie, es ist ein Familienepos. Und wir begleiten diese Familie bis rein in die 2000er. Also ich glaube, das Buch geht bis 2007 oder 2006 oder sowas. Genau. Ja, wir haben den Vater, der Schokoladenfabrikant ist und die beste Schokolade im Land oder ja, in der Stadt macht auf jeden Fall. Und der hat Töchter. Ich glaube, es sind eins, zwei, ich glaube, es sind insgesamt 4 Töchter, aber nur 2 Töchter sind relevant für uns. Und diese 2 Töchter begleiten wir auch größtenteils das ganze Buch über. Wir begleiten die Kinder von den Töchtern und ja, ganz, ganz viele Charaktere, die hier eine Rolle spielen. Wir durchleben den Ersten Weltkrieg in Georgien, wir durchleben den Zweiten Weltkrieg in Georgien, wir durchleben den Kommunismus unter Stalin. Wir
durchleben die Zeit nach Stalins Tod, wir durchleben die Zeit, nachdem die Sowjetunion sich auflöst, und wir durchleben die Zeit der 90er Jahre, der völligen Depression des Landes. Ja, das durchleben wir alles. Wir leben quasi mit den Charakteren diese ganzen Zeiten mit. Ich habe hier wirklich Charaktere lieb gewonnen, ich habe um Charaktere geweint, ich habe Angst um bestimmte Charaktere gehabt. Ich war fix und fertig. Ich kann das nicht anders sagen. Ein Schicksalsschlag nach dem anderen, der einen hier begleitet. Gleichzeitig eine wunderschöne Sprache. Das Kennenlernen eines Landes, was mir vorher so völlig fremd war im Endeffekt, was mich in manchen Bereichen auch an Griechenland erinnert. Einfach, ja, weil es da einfach so kleine Parallelen gab und ich hier in Griechenland auch eine Zeit aufgewachsen bin. Wir haben warmherzige Charaktere, wir haben kaltblütige Charaktere. Ich bin einfach so sprachlos, und nichts, was ich sage, wird diesem Buch gerade gerecht. Nichts kann dieses Buch so gut zusammenfassen. Wenn ihr Lust habt, euch auf so ein Epos einzulassen, dann lasst euch wirklich auf dieses Buch ein, weil es so großartig ist. Es geht so sehr ans Herz, es ist so bereichernd, es ist schockierend, es ist vollgespickt mit Fakten, die ich so noch nicht kannte, aber gleichzeitig natürlich auch sehr viele fiktive Sachen drin. Die Autorin hat es wirklich geschafft, das alles ineinander zu verweben und etwas ganz Besonderes daraus zu machen. Wie man es schafft, so ein dickes Buch zu schreiben und den Leser so am Ball zu halten, ihn nicht zu verlieren zwischenzeitlich. Ja, ich muss den Hut vor der Autorin, wie sagt man, abziehen. Ich verneige mich, wie auch immer. Ihr wisst, was ich meine. Ach Gott, seht ihr, ich bin total verwirrt, weil ich nicht weiß, wie ich dieses Buch zusammenfassen soll. Und ich hatte schon gedacht, oh Gott, wenn ich diesen Lesemonat drehe, dann werden mir wahrscheinlich die Worte fehlen und dann werde ich nichts sagen können. Und ich, ach ja, keine Ahnung. Mir hat es ein bisschen davor gegraut, weil ich Angst habe, dass ich diesem Buch nicht gerecht werde. So deprimierend manche Stellen auch waren, so schön waren sie auch zum Teil. Und ich habe sehr, sehr viel gelernt. Ich habe ja, hab mich immer wieder, ich hatte Angst und Freude gleichzeitig, wenn ich zu diesem Buch gegriffen habe. Wisst ihr, was ich meine? Kennt ihr dieses Gefühl, wenn man Angst hat, weiterzulesen, aber nicht anders kann? Wenn man Angst um die Charaktere hat, wenn man nicht weiß, wie es weitergeht, wenn man jetzt schon spürt, oh mein Gott, da passiert gleich was, was mir das Herz zerreißen wird. Ich glaube, jetzt ging es allen so. Und ich bin sehr gespannt, was die anderen Mädels zu dem Buch sagen werden, die den Lesemonat drehen. Ja, ich gucke gerade mal, wie viel Uhr wir haben, die Zeit. Oh, ich rede schon ziemlich lang und es sind wirklich nur drei Bücher im Endeffekt. Ja, meine Lieben, das war es tatsächlich auch schon. Ich habe euch ganz schön zugequatscht. Da war auch die SD-Karte voll. Ja, und ich wollte mich eigentlich nur verabschieden. Ja, also zum Ende hin, und das ist definitiv ein Fünf-Sterne-Buch für mich. Ich kann nichts anderes verleihen oder vergeben als 5 Sterne. Ich weiß nicht, ob es jedermanns Geschmack trifft, aber wer von diesem Buch nicht berührt ist, ich kann es mir nicht vorstellen. Natürlich, Geschmäcker sind verschieden. Vielleicht gibt es auch Menschen, denen das Buch nicht ans Herz geht. Aber schwer vorstellbar für mich auf jeden Fall, dass das einen nicht irgendwie, dass alles einen auch nicht betroffen macht vielleicht. Also auch dieses Durchleben der Zeiten, das war so intensiv und so interessant und aus der Perspektive auch nochmal, und was wir da alles so erfahren haben zwischendurch. Also ganz großartig. Großes Kino. Und ja, was ich dazu noch sagen wollte, es gibt ein Theaterstück in Berlin zurzeit, ich glaube auch in Hamburg mittlerweile. Ich weiß, dass es das in Berlin gibt, und es soll auch noch weitergeführt werden. Also das 8. Leben für Brilka wird im Theater gespielt in Berlin. Es wird wahrscheinlich, oder nicht wahrscheinlich, ich habe extra dort angerufen und gefragt, ob es im nächsten Jahr noch weitere Aufführungen gibt, und das wird es tatsächlich geben. 4 Stunden geht das Ganze und ich werde es mir definitiv anschauen und geht gar nicht anders. Ich freue mich da jetzt schon drauf. Ich habe mir den Januar vorgenommen und werde das dann auch tun. Werde mir die Zeit dafür nehmen und mir das Theaterstück anschauen. Genau. Falls ihr das Buch gelesen habt, sagt mir gerne, was ihr von dem Buch haltet. Ich bin jederzeit bereit, mit euch in
ins Gespräch zu gehen, was dieses Buch angeht. Wie ihr merkt, habe ich auch diese drei Bücher, die ich jetzt heute vorgestellt habe. Jedes dieser drei Bücher hat irgendwie auf seine eigene Art und Weise Gesprächsstoff bei mir angeregt oder das Gefühl, darüber zu sprechen. Jedes Buch aus einem anderen Genre und irgendwie anders, aber und aus verschiedenen Gründen hat es mich jetzt irgendwie animiert, irgendwie so viel zu reden. Naja, aber so ist es halt auch manchmal. Es waren irgendwie intensive Bücher, beziehungsweise das war wirklich das intensivste Buch. So, wie war euer Lesemonat, ihr Lieben? Wie geht es euch? Was habt ihr im November gelesen? Seid ihr auch so wenig zum Lesen gekommen? Wie sieht der Dezember bei euch aus? Bei mir sieht der Dezember schon ziemlich schlecht aus, was das Lesen angeht. Ein Buch lese ich in der Lesegruppe, in meiner All-You-Can-Read-Lesegruppe. Das werde ich definitiv zu Ende bringen und höchstwahrscheinlich noch ein anderes, was ich im November angefangen habe, aber ich weiß gar nicht, ob da so viel kommen wird. Ja, es bleibt spannend. Was ich auf jeden Fall machen werde diesen Monat noch, ist ein Video zu drehen, was ich denn alles in diesem Jahr gelesen habe, einen Rückblick zu machen, zu gucken, was hat mir am besten gefallen. Also ich werde auf jeden Fall auch eine Top 10, obwohl Top 10 und Flop 10 werde ich wahrscheinlich erst im Januar drehen. Aber auf jeden Fall so einen kleinen Rückblick und meine ganzen Highlights nochmal vielleicht in den Vordergrund stellen. Mal schauen. Sowas in die Richtung wird es wahrscheinlich geben. Na gut, ihr Lieben, danke fürs Zuschauen und ja, habt auf jeden Fall ein schönes Wochenende, falls ihr das Video noch seht, bevor das Wochenende vorbei ist. Und ich sage einfach bis zum nächsten Mal. Dankeschön.